Ja, moin YouTube, hier ist wieder Pico Walter mit einem weiteren Photoshop-Tutorial. Heute werde ich euch ein paar grundlegende Sachen zur Animation in Photoshop beibringen. Und zwar wurde ich oftmals gefragt, hey, kannst du nicht mal zeigen, wie man GIF-Animationen fürs Web erstellen kann oder animierte Avatare oder irgendwie sowas. Und ja, deshalb habe ich mich mal entschieden, zeige ich euch mal, wie man in Photoshop an Sachen animieren kann. Zunächst sei gesagt, zum perfekten Animieren ist Photoshop nicht gedacht, da Photoshop ja hauptsächlich ein Bildbearbeitungsprogramm ist von Adobe. Und deshalb lassen sich, wie ihr auch gleich sehen werdet, nur grundlegende Sachen wie Position, Deckkraft oder Stile animieren. Zum perfekten Animieren würde ich persönlich entweder Flash, Adobe Flash oder Adobe After Effects empfehlen, wenn ihr da wirklich Sachen perfekt animieren wollt. So, aber trotzdem reicht Photoshop aus, um animierte Avatare zu erstellen. Und ich öffne hier mal eben ein Bild, an dem ich euch gleich so grundlegende Sachen zeigen werde. So, ich habe hier jetzt mal mein Logo geöffnet. Ich verkleinere das noch eben kurz. Normalerweise, wenn ihr Photoshop öffnet, seht ihr ja hier nirgendwo irgendwas zum Animieren, ja? Deshalb, um gleich Sachen zu animieren, müsst ihr erstmal das Animationsfenster aufrufen. Das macht ihr über Fenster Animation. Und dann müsste so eine Zeitleiste erscheinen. Und die erkläre ich euch nochmal im ganz schnellen Überblick. Ihr seht hier also die Zeitleiste, ja, der Animation. Ihr könnt hier ebenfalls scrollen mit der Maus, ja, so. Hier seht ihr die Stelle, an der wir uns befinden. Entweder in Zeit, also gemessen in Zeit. Wenn ihr das in Frames haben wollt, müsst ihr einfach nur mit der bei gedrückter Alt-Taste draufklicken und schon habt ihr die einzelnen Frames. Und wenn ihr wieder drückt, kommt ihr wieder zu der Zeit zurück in Sekunden. Und zusätzlich haben wir hier links die einzelnen Ebenen, die wir auch hier rechts im Ebenenreiter wiederfinden. Und zu jeder Ebene, oder beziehungsweise jede Ebene können wir so aufklappen und finden dann hier die Animationsleisten für die Position, die Deckkraft und die Stile. Und das war's im Grunde auch schon. Mehr könnt ihr quasi nicht für eine Ebene bearbeiten. Ihr könnt lediglich die Position, die Deckkraft und den Stil einer Ebene bearbeiten, wobei die Stile natürlich durchaus recht umfangreich sind mit Schlagschatten, Schein nach außen etc., was es da alles gibt. Das werde ich euch gleich alles kurz zeigen. Ihr seht, wenn ich hier rechts eine neue Ebene mache, erscheint diese auch hier links, wo man eben entsprechend das gleiche editieren kann. Und wenn ich die lösche, verschwindet die auch hier. Quasi diese Zeitleiste zeigt sozusagen quasi das, was wir hier rechts haben, nur mit den einzelnen Animationsmöglichkeiten. So, ich zeige euch kurz einige grundlegende Sachen, bevor ich euch dann noch eine kleine Animation zeige. Wir können, wie gesagt, die Position, die Deckkraft und die Stile ändern. Kommen wir erstmal zur Position. Logischerweise müssen wir, um die Position zu editieren, das Verschiebungswerkzeug hier oben auswählen. Und ihr seht neben jeder Funktion eine kleine Stoppuhr. Wenn wir die drücken, werden automatisch die Keyframes gesetzt. Für alle, die nicht wissen, was Keyframes sind, das sind diese kleinen gelben viereckigen Rauten oder ja, quasi diese kleinen viereckigen Vierecke, die ihr hier seht. Die bestimmen immer den Zustand des Bildes zu einem bestimmten Zeitpunkt, also je nachdem, wo der Keyframe dann sitzt. Im Keyframe, sage ich jetzt mal, sind quasi Informationen gespeichert, wie das Bild an der Stelle platziert ist, wie die Deckkraft ist, beziehungsweise wie die Stile hier animiert sind. Und je nachdem, wo ihr den Keyframe setzt, wird bis zu diesem Keyframe das animiert, was ihr bei diesem Keyframe quasi ausgewählt habt. Also ich zeige euch das einfach mal. Ich habe hier jetzt einen Keyframe gesetzt und habe jetzt hier die Position ausgewählt. Und wenn ich jetzt vorspule bis ungefähr hier, bis zu einer Sekunde und das Bild dann mit dem Verschiebungswerkzeug nach hier oben bewege, seht ihr, wird ein neuer Keyframe gesetzt, weil ich das Bild ja bewegt habe und somit die Position verändert habe. Und jetzt sitzt sozusagen in diesem Keyframe die Animation, dass das Bild hier oben sitzt und in dem ersten Keyframe sitzt die Information, dass das Bild hier in der Mitte sitzt. Und zwischen diesen beiden Keyframes wird das Bild dann entsprechend animiert, sodass es bei diesem Keyframe, der automatisch gesetzt wurde, weil wir das Bild verschoben haben, dass das Bild eben so animiert wird, dass es bis dahin verschoben wird. Wenn wir jetzt beispielsweise noch weiter vorwärts gehen und das Bild erneut verschieben, wird ein neuer Keyframe gesetzt und das Bild von dieser Stelle aus nach da verschoben. Ja? Das sieht dann so aus. Hier unten seht ihr die Abspieltasten. Dann könnt ihr das Ganze abspielen lassen. Und ja, das wäre schon mal so eine kleine Animation. Ihr könnt hier, wenn ihr jetzt beispielsweise ein
eine ruckartigere Bewegung haben wollt. Ihr seht ja, das hier läuft. Oh, jetzt habe ich einen Keyframe gesetzt, wollte ich nicht. Ihr seht ja, das läuft ein bisschen langsam. Wenn ihr das jetzt ein bisschen schneller haben wollt, könnt ihr zusätzlich einen eigenen Keyframe setzen, ohne die Position dabei zu verändern. Das passiert hier links neben diesem kleinen Stoppuhr-Symbol. Da ist auch so ein kleines Keyframe-Symbol, was man nicht so gut erkennen kann. Aber wenn ihr dort draufklickt, wird automatisch ein Keyframe gesetzt, der zum letzten Keyframe dann quasi nichts bewirkt. Aber ihr seht, wenn ihr jetzt von diesem Keyframe aus ein bisschen weitergeht und das Bild dann aus, beispielsweise jetzt nach raus verschiebt, dann passiert das Ganze ein bisschen ruckartiger. Ja, und dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Dann würde das Ganze jetzt so aussehen. So, ich klicke nochmal auf die Stoppuhr und schon sind alle Keyframes wieder weg. Und wir gehen mal. Ach, jetzt habe ich natürlich das Bild nach außen verschoben. So. Gehen wir mal zur Deckkraft. Da ist es im Grunde genauso. Ich setze mal ein Keyframe, spule ein bisschen vor und muss die Deckkraft hier rechts bei der entsprechenden Ebene anpassen, beispielsweise auf 0% setzen. Und dann steckt in diesem Keyframe die Information. Aha, an dieser Stelle soll das Bild die Deckkraft 0 haben. An dieser Stelle hat das Bild die Deckkraft 1 und dann wird der Bereich dazwischen so animiert, dass das Bild quasi ausgeblendet wird von der Deckkraft her. Das ist dieser Effekt, wenn man eine bestimmte Sache ein- bzw. ausblenden will. Wenn ich jetzt hier an dieser Stelle sage, die Deckkraft soll wieder 100% sein, stelle ich die Deckkraft hier oben für diese Ebene einfach wieder auf 100%. Und ihr seht, wenn ich das dann abspiele, die Deckkraft wird wieder, beziehungsweise das Bild wird dann wieder eingeblendet, weil die Deckkraft ja logischerweise erhöht wird. Das wäre es so für die Deckkraft. Für die Stile, die animiert ihr, indem ihr hier einen Doppelklick auf die Ebene macht. Und dann bekommt ihr hier die verschiedenen Stile, beispielsweise Schlagschatten, Schein nach außen, Schein nach innen, etc. Ich füge jetzt mal, was könnten wir denn mal machen? Ein abgeflachte Kanten und Relief hinzu mit einer entsprechenden Tiefe bzw. Relief. Oh, den nehmen wir nicht mal. So. Und das ist jetzt also dieser Stil, den seht ihr hier auch. Wenn ich den Stil jetzt editieren will bzw. animieren will, setze ich wieder ein Keyframe beim Stil. Setze jetzt, in diesem Fall will ich jetzt an dieser Stelle den Stil erstmal auf 0% haben, sprich die Deckkraft von dem Stil. Deshalb setze ich die Tiefe vom Relief erstmal auf 0, auf 1. Mach okay. Dann gehe ich ein bisschen vorwärts in der Zeitleiste und editiere den Stil, die ich halt animieren will. Könnte ja auch sein, dass ich mehrere Stile animieren will. So. Und ihr seht, in diesem Zeitraum wird dann entsprechend der Stil so verändert, dass er an dieser Stelle, wo der zweite Keyframe automatisch gesetzt wurde, so ist, wie wir ihn eben eingestellt haben. Ja. Also damit gibt es auch Verlauf-Überlagerungen oder so, kann man damit ebenfalls eigentlich sehr gut animieren. So, das hoffe ich, waren jetzt erstmal so ein paar grundlegende Sachen. Ich zeige euch mal eine. Ich hoffe, ich habe den. Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Ich öffne mal eben eine Animation, die ich schon mal in Photoshop erstellt habe für einen User von einem Online-Spiel. Von einem Online-Rollenspiel. So, das sieht so. So könnte es später auch mal aussehen. Ihr seht hier links wieder die einzelnen Ebenen. Und die sich auch hier rechts wiederfinden. Und wenn ich das Ganze jetzt mal eben rendern lasse, sprich sich animieren lasse, dann seht ihr, ist das ein Avatar quasi für ein Forum. Und wenn das animiert ist, seht ihr hier, wird erstmal na, Text und die roten Augen eingeblendet. Ah, ich mache das mal lieber anders. Hier werden erst ein Text und die roten Augen eingeblendet und wieder ausgeblendet. Dann ein anderer Text und wieder die roten Augen. Und dann werden schlagartig die Blitze und diese Retro-Streifen, diese Streifen aus dem Hintergrund quasi, schlagartig ein- und ausgeblendet. Ja? Und hier dann halt entsprechend ein bisschen langsamer wieder ausgeblendet. Und dann hat man im Grunde so eine coole Animation. Wie gesagt, das war jetzt für ein Online-Rollenspiel. War auch nicht für mich. So sieht das Ganze dann. So könnte dann also eine GIF-Animation aussehen. Wenn ihr das Ganze, das ist jetzt noch wichtig, wenn ihr das Ganze fürs Internet wirklich verwenden wollt und abspeichern wollt,
könnt ihr das nicht einfach über Datei speichern unter, sondern ihr müsst oft über Datei auf für Web und Geräte speichern auswählen. Dann öffnet sich nochmal so ein Fenster. Und ganz wichtig ist, wenn ihr wirklich eine GIF-Animation haben wollt, kleinen Moment eben. Wenn ihr eine GIF-Animation haben wollt, ist ganz wichtig, dass ihr hier als Vorgabe ist im Grunde, ja, könnt ihr im Grunde schon eine GIF-Form auswählen. Aber ganz wichtig ist, dass ihr hier wirklich GIF auswählt. Und Farben müsst ihr sehen, die meisten Foren unterstützen 128 und 256 Farben. Und ich empfehle euch hier einfach selektiv auszuwählen. Und ihr könnt dann hier die Größe entsprechend bearbeiten und die Qualität, wie ihr die haben wollt, entweder mit Pixelwiederholungen, bilinear, bikubisch. Fragt mich jetzt bitte nicht, was das genau bedeutet. Ich habe nur herausgefunden, dass Pixelwiederholung quasi die beste Qualität bringt. Und hier könnt ihr das auch nochmal langsam abspielen lassen. So sähe das dann online aus. Ihr seht, die Farben leiden etwas runter, aber das war bei Animationen und auch überhaupt bei Grafiken, die ihr online verwenden wollt, eigentlich immer der Fall, weil ihr die Farben halt auf 228 bzw. 256 runterschrauben müsst. Entsprechend wird natürlich auch die Datei groß, also ihr seht das hier, die wäre jetzt 101 bzw. 1,5 Megabyte groß. Dann klickt ihr auf Speichern, wählt dann einen entsprechenden Pfad aus und ihr seht hier, das wird als GIF abgespeichert. Und dann könnt ihr hier auswählen, ob ihr nur Bilder oder nur HTML auswählen wollt. Und dann müsst ihr logischerweise nur Bilder auswählen. HTML könnt ihr auch auswählen. Aber auf jeden Fall müsst ihr die Bilder auch abspeichern, damit ihr dann die GIF-Animation entsprechend habt. So, also das wäre es jetzt erstmal zur Animation. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich gemacht, wie ihr in Photoshop bestimmte Sachen animieren könnt. Und ja, ihr wisst jetzt also, wie man die Deckkraft, die Position und die einzelnen Stile bearbeiten bzw. animieren kann. Und dann kann man halt entsprechend mit Zusammenarbeit dieser einzelnen Animationsmöglichkeiten, wie ihr es gerade gesehen habt, auch eine entsprechende GIF-Animation erstellen und die fürs Web verwenden. Ja, das war's im Grunde jetzt auch schon. Ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen näher gebracht, wie man in Photoshop Dinge animieren kann. Und ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und dann hören wir uns beim nächsten Photoshop-Tutorial wieder. Bis dahin, ciao.